Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Anwesende, ich darf Sie herzlich hier im Glühwein duftenden Friedrich-Walter-Saal begrüßen. Begrüße auch diejenigen, die uns jetzt live zuschauen, und ich liefere auch gleich die Erklärung, weil wir um 5 Minuten zu spät sind. Es ist der Glühwein und wir konnten uns nicht so schnell von dem Stand lösen, deswegen bitten wir um Entschuldigung. Sie sind hier richtig bei einer Marchivum-Veranstaltung. Ja, es ist die letzte Veranstaltung in diesem Jahr 2023, das ja jetzt mit großen Schritten zu Ende geht. Es ist ein sehr ereignisreiches Jahr für uns gewesen und ist es immer noch. Es ist ein Jahr, das für das Marchivum hier mit einer Buchvorstellung begann, und zwar mit einem Band, in dem Zeitzeugeninterviews aus den Jahren 1933 bis 1960 vorgestellt wurden. Und das Jahr endet, das Veranstaltungsjahr, wiederum mit einer Buchvorstellung. Dieses Mal, so viel darf ich schon verraten, zum Buch über 100 Objekte zur Mannheimer Geschichte. Und damals, also im Januar, wie auch heute, als Vorleserin dabei war oder ist, und jetzt bin ich ganz unprotokollarisch und begrüße unsere Freundeskreisvorsitzende Helen Heberer, die damals im Januar gelesen hat und auch heute wieder lesen wird. Herzlich willkommen. Genau, darf man euch klatschen. Also die Anwesenheit von Frau Heberer bei der ersten Veranstaltung wie bei der heutigen ist sinnbildlich für die Treue und des Freundeskreises und die Unterstützung, die Sie uns das ganze Jahr gewährt haben, für die ich mich auch nochmal herzlich bedanken möchte. Und genauso auch, jetzt muss ich suchen, beim Herrn Dr. Kraus, unserem Vorsitzenden des zweiten Fördervereins. Ebenfalls begrüßen möchte ich die beiden Verleger oder das Verlegerpaar, das uns dieses Buch bereitet hat. Frau Andrea Sitzler und Herr Rainer Schmidt vom Verlag Regionalkultur, mit denen wir in bewährter Manier und in guter Atmosphäre zusammengearbeitet haben und die dafür gesorgt haben, dass wir und Sie alle jetzt noch mal kurz vor Weihnachten die Gelegenheit zu einem außergewöhnlichen Weihnachtsgeschenk haben. Vor allem aber, und jetzt, ich habe das Protokoll komplett umgedreht, Sie merken, es gilt mein Gruß der Autorin bzw. dem Autor des heutigen Abends, die das vorzustellende Buch verfasst haben, ohne die wir gar nicht hier wären, und zwar Frau Dr. Pimpel und Professor Dr. Nies, auch Ihnen beiden herzlich willkommen und schon mal danke für das tolle Produkt, das Sie hier abgeliefert haben. Denn es geht um die Geschichte Mannheims in 100 Objekten, und das ist ein, darf ich jetzt schon verraten, ein ganz besonderes Buch mit der Perspektive auf das ganz Große, sprich Mannheim, und aber auch den Blick in die Details, und das kommt dann in vielen Objekten zutage. Dieses Konzept geht auf den Historiker und frühen Leiter des British Museum zurück, der Neil McGregor, der 2010 daraus einen Podcast gemacht hat, und dann ist ein Buch entstanden, der darin seine Bestände und auch die Welt erklärt hat. Und dieses Konzept mit den 100 Objekten, das ist seitdem eingerissen und hat sich bewährt in der Geschichtsliteratur. Die Süddeutsche hat damals geschrieben, Neil McGregors Buch ist das schönste Geschichtsbuch der letzten Jahre, und die Folge gibt ihm ja recht. Also es gibt dann ganz viele 100 Bücher mit 100 Objekten zu Ländern oder zu Themen wie Sportgeschichte oder Technikgeschichte, Innovation, zur Geschichte der Frauen. Es gibt aber auch Bücher zu Städten, und hier habe ich mir mal 3 angeschaut. Also es gibt 100 Objekte zur Geschichte von Berlin, bescheidener ist man in Liverpool, da gibt es Geschichte der Stadt in 60 Objekte. New York ist ein bisschen drüber hinaus, Geschichte der Stadt New York in 101 Objekte. Und wenn Sie sich die 3 Städte nochmal auf der Zunge zergehen lassen und die globale Perspektive sehen, dann merken Sie, da fehlt natürlich noch ein Buch über Mannheim. Und bescheiden wie wir sind, orientieren wir uns an Berlin mit 100 Objekten.
Ja, also wir fühlen uns auf Augenhöhe mit diesen Städten. Wir haben eine wunderbare und reichhaltige Geschichte, die jetzt präsentiert wird in einem sehr eindrücklichen Buch mit kurzen pointierten Texten. Und ich wünsche mir, ich weiß jetzt nicht, ob jemand von Mannheimer Morgen da ist, also eine ähnliche Rezension, wie ich seinerzeit in der Süddeutschen über das Buch von Neil McGregor, so viel sei hier schon mal gesagt, eines der schönsten Bücher zur Stadtgeschichte. Ja, wir dürfen also gespannt sein auf die heutige Buchvorstellung und mein Dank gilt nochmal dem Verlegerpaar und ich darf dem Herrn Rainer Schmidt das Podium überlassen und sein Grußwort bitten. Ja, harte Arbeit für die Autoren. Ihr Wissen zu jedem Objekt zusammenzubringen auf 3 Seiten. Ich kenne Autoren. Sie würden gerne mindestens einen Aufsatz, 10, 15 Seiten zu jedem Objekt, vielleicht sogar für manche ein ganzes Buch schreiben. Sie haben es geschafft, das auf 3 Seiten zu bringen. Also insofern danke ich Ihnen im Namen der zukünftigen Leser. Ja, ja, ein Kaleidoskop zur Geschichte Mannheims, wunderbar. Sehr schön auch jeweils dieses Konzept, ein Bild oder auch mehrere Bilder, 3 Seiten Text, nicht nur ein gutes, ein schönes Buch, ein modernes Buch, man muss es nicht unbedingt von vorne nach hinten lesen, kann man natürlich, aber man kann auch das lesen, was einem interessiert. Ja, meine Frau war die Redakteurin, Verlagsmitgründerin, eine von 4 Redakteurinnen und sie hat das schöne Privileg, so als Mitchefin, sie kann sich die Arbeit heraussuchen. Ich will sagen, sie hat sich diese Arbeit herausgesucht, diese Arbeit mit Ihnen zusammen. Und wenn sie was macht, dann macht sie das mit Leidenschaft. Sie hat 2 Leidenschaften, das Kochen, davon profitiere ich, die Familie, die Gäste und das Büchermachen, davon profitieren Sie jetzt davon. Also auch vielen Dank von meiner Seite aus, von ihr. Ja, sie hat mich auf ein Detail bei der Zusammenarbeit aufmerksam gemacht. Es gibt die Impressumseite, Seite 3. Viele Leser überblättern das, da steht dann drauf, wer was geschrieben hat, wer lektoriert hat, wer korrigiert hat und der Reihentitel und so weiter. Da gab es irgendwann mal eine Korrektur von Ihnen, indem Sie Ihren Namen ausgestrichen haben, denn Sie waren ja bisher der Herausgeber der Reihe und den Harald Stockert einfach draufgeschrieben haben. Das fand ich schon Respekt, ja, also und so ist eben auch diese ganze Zusammenarbeit, so ist die Atmosphäre hier im Archivum ergebnisorientiert, unaufgeregt, wohlwollend. Das finde ich sehr schön. Insofern danken wir Ihnen für diese Zusammenarbeit, wünschen dem Buch eine gute Aufnahme und große Verbreitung. Ich danke Ihnen. Ja, liebe Helen Heberer, liebe Frau Sitzler, lieber Herr Schmidt, lieber Dr. Stockert, lieber Herr Kraus, lieber alle. Endlich könnte man sagen, endlich ist es da. Das Buch, das eigentlich schon seit einem halben Jahr vorliegen sollte, wenn mich nicht immer wieder, Sie wissen das, wie das bei so Pensionären ist, andere Aufgaben abgehalten hätten. Tut mir leid, ich bitte ein bisschen um Nachsicht, aber es ist ja noch rechtzeitig vor Weihnachten da. Aber warum überhaupt ein solches Buch? Es gibt doch genug Darstellungen zur Geschichte Mannheims, oder? Meine Antworten könnten lauten, erster Versuch, für Mannheim gibt es eine 3-bändige, über 2000 Seiten umfassende Stadtgeschichte und mehrere sogenannte kleine Stadtgeschichten oder Geschichte der Stadt Mannheim mit meist um die 150 Seiten. Aber dazwischen fehlte was. Nämlich genau ein Buch, das nicht ganz so kompakt ist und nicht ganz so ausführlich in der Darstellung ist und das man gerne mal zur Hand nimmt. Zweiter Versuch, den hat Herr Stockert schon vorab genommen, wenn es doch eine Geschichte der Welt in 100 Objekten gibt und eine deutsche Geschichte in 100 Objekten, kann doch eine Geschichte Mannheims in 100 Objekten nicht fehlen. Dritter Versuch, 2018 hielt ich eine Vorlesung an der Universität Mannheim, eben mit dem Titel Geschichte Mannheims in 100 Objekten. Und der Zuspruch bei dieser Vorlesung war sehr hoch. Und mein damaliger Mitstreiter, Kollege Markus Enzenauer, dem ich zu tiefem Dank verpflichtet bin, wurde nicht müde zu betonen, die Vorlesung wäre doch sehr erfolgreich gewesen, da müsste auch noch ein Buch anschließend kommen.
Gleichwohl hätte ich die Vorlesung trotzdem nicht veröffentlicht, denn sie war mir textlich wie in den Objekten zu nah an der großen Stadtgeschichte dran. Es hätte letztlich doch nur eine bessere Zusammenfassung des dreibändigen Werkes gewirkt. Und ich benötigte einen neuen Impuls. Und der kam von meiner Mitstreiterin, meiner Kollegin Heidrun Pimpel, ins Spiel. Sie nahm sich des Manuskripts an und überarbeitete viele Teile so gründlich und kompetent, dass Inhalt wie Auswahl jetzt deutlich anders akzentuiert wurden. Erst durch sie wurde es ein eigenständiges Werk, das viel Neues, glaube ich, bietet und Vertrautes unter anderen Aspekten beleuchtet. Daher gilt mein tiefer Dank an meine Ex-Kollegin Heidrun Pimpel, ihrem Enthusiasmus für die Sache, ihrem sanften Druck, mich zu motivieren, das Buch gemeinsam mit ihr zum Abschluss zu bringen. Und der nächste Dank gilt den zahlreichen Mitstreiterinnen und Mitstreitern. Im Archivum haben viele geholfen, angefangen bei der Erstellung von Fotos seitens unserer Fotografin Katrin Schwab, über das Digizentrum, die Personenrecherche durch Dorin Kellimes, die Bildsammlung durch Michael Jentrik, die Literatursuche seitens Erik Feil und andere. Hervorzuheben sind das intensive Lektorat durch meinen alten Weggefährten Michael Karoli und besonders auch durch Andrea Sitzler. Ich weiß, wir haben beiden viel Arbeit bereitet. Ich hoffe auch für den Verlag, der sich gestalterisch viel Mühe gab, dass ein gemeinsames Erfolgsprodukt daraus werden wird. Zu danken ist allen Leihgebern und Institutionen und Personen, die wir hier eingeblendet haben. Last but not least gilt der Dank aber auch dem Archivum Harald Stockert und seinem Freundeskreis Helen Heberer, die heute uns die Ehre gibt, mit uns gemeinsam das Buch vorzustellen. Und doch nun fangen wir endlich an. Aus jedem Jahrhundert werden wir Ihnen zwei Objekte herausgreifen und Ihnen kurz vorstellen. Wir beginnen mit der zweiten Stadtgründung Mannheims durch Kurfürst Karl Ludwig nach dem Ende des Dreißigjährigen Kriegs, genauer ab 1649. Heidrun Pimpel führt uns ein. So, ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich und freue mich über das Interesse an dem Buch. Wir wollen hier in chronologischer Reihenfolge bleiben, wie in dem Buch ungefähr. Und ich beginne hier mit dem Objekt Nummer 7 aus dem 17. Jahrhundert. Sie haben ja auch mal einen Eindruck von der Buchseite, wie unser Werk so aufgebaut ist. Insgesamt folgen dann noch drei Seiten und dann geht also insgesamt drei Seiten Text. Sie sehen eine große Silbermedaille mit dem Durchmesser von 7,5 cm und einem Gewicht von nahezu 100 Gramm. Ist laut genug. Sie hat sich in mehreren Exemplaren erhalten und wir zeigen hier das Stück, das in Mannheim in den Reichsengelhorn-Museen aufbewahrt wird. Auf der Vorderseite ist das Hüftbild des pfälzischen Kurfürsten Karl Ludwig im Profil zu sehen, unten. Den Helm hat er in seiner linken und trägt sein offenes, gelocktes Haar über den Schultern. Vor ihm liegt der Kurhut, das Zeichen seiner Kurwürde, die ihm nach dem Westfälischen Frieden 1648 neu zugesprochen wurde. Wenn auch nicht die einstige, so gelang es ihm, eine zusätzliche achte Kurwürde zu erhalten. Bekanntlich wurde seine ehemalige, die mit dem Amt des Erzdruchseß verbunden war, der bayerischen Linie der Wittelsbacher zugesprochen. Der Stab in seiner Rechten untermauert seinen Machtanspruch. Damit hatte Karl Ludwig ein wichtiges Ziel erreicht, auch wenn er territoriale Einbußen hinnehmen musste und seine Stellung im Reigen der Kurfürsten niedriger blieb. Die Umschrift nennt seine Titulatur hier in einer Langversion vorgelesen, denn auf Münzen und Medaillen, wie viele wissen, wird stets abgekürzt. Hier steht Karl Ludwig durch Gottes Gnaden Pfalzgraf bei Rhein und erwählter Herzog von Bayern. Mit dieser Medaille verdeutlichte der Kurfürst auch, dass der Wiederaufbau Mannheims für ihn gleichrangig mit dem seiner Residenz Heidelberg war, denn bereits 1660 und 61 nutzte er das gleiche Porträt für eine Medaille auf den Wiederaufbau Heidelbergs. Der Medailleur Johann Link schuf unsere Medaille 1665, wie neben dem Helm vermerkt ist. Man kann es hier nicht so gut erkennen wie auf anderen Exemplaren. Wir haben uns aber doch entschieden, das Exemplar zu nutzen, was eben in Mannheim auch aufbewahrt wird. Die Rückseite der Medaille
zeigt den Grundriss Mannheims und der Friedrichsburg in Anlehnung an die Doppelsternanlage des aus Den Haag stammenden Ingenieurs Johann van Dyl. Als Baumeister des Wiederaufbaus von Stadt und Festung nach der Zerstörung im Dreißigjährigen Krieg war die kartografische Erfassung und Vermessung der Mannheimer Gemarkung eine seiner Aufgaben. Karl Ludwig ließ Mannheim wieder als Doppelsternanlage aufbauen. So war es bereits ursprünglich von seinem Großvater, dem Stadtgründer Friedrich IV., geplant, der 1606 den Grundstein für eine Doppelsternanlage legte. Nach ihm war die Festung, also der obere Teil, Friedrichsburg benannt und sollte ein Bollwerk der Protestantischen Union gegen die katholische Liga sein. Beim Wiederaufbau verzichtete Karl Ludwig jedoch auf das ursprüngliche Radialsystem und weitete das rechtwinklige Straßennetz der Stadt nach Süden aus, Süden hier im Bild oben. Durch die Betonung der Mittelachse von Stadt und Festung, man sieht es hier gut im Vergleich mit dem Stadtplan, entstand eine Gesamtanlage, in die sich ein erster Schlossbau städtebaulich einfügen und der repräsentative Charakter der Nebenresidenz zur Geltung kommen sollte. Auf der Medaille ist bereits Platz für einen Schlossbau zu erahnen, ganz oben. Ebenso deutlich ist der Marktplatz und der Platz für die spätere Konkordienkirche in R2 zu erkennen auf dem Stadtplan. Doch nun erfahren wir Weiteres über Karl Ludwig von Frau Heberer, die ein Stück aus dem Buch Original vorliest. Mannheim als ein zweites Rom. Der Wiederaufbau durch Kurfürst Karl Ludwig. Der beherzten Politik Karl Ludwigs ist es zu verdanken, dass Mannheim nach dem verheerenden Dreißigjährigen Krieg einen schnellen Aufschwung erlebte. Der zweite Sohn und Thronerbe des Winterkönigs wuchs im Exil in Den Haag auf. Aufgrund des frühen Todes seines Vaters und seines älteren Bruders war es nach dem Westfälischen Frieden 1648 seine Aufgabe, die Kurpfalz und die Kurwürde wieder zu erlangen. Bei seiner Rückkehr erwartete ihn ein durch den Krieg zerstörtes, entvölkertes und wirtschaftlich ruiniertes Land. Denn die Pfalz gehörte zu den großen Kriegsverlierern des Dreißigjährigen Krieges. Ihr Bevölkerungsverlust lag bei 60-70%. Ein Großteil der ehemals bewirtschafteten Flächen lag brach. Beim Wiederaufbau profitierte Karl Ludwig von seinen Erfahrungen im niederländischen Exil. Dort hatte er die Universität Leiden besucht und eine modernere und wirtschaftsstarke Gesellschaft kennengelernt. Von besonderem Interesse waren für Karl Ludwig die Stadt Mannheim und die Festung Friedrichsburg, wo er mit seiner morganatischen Ehefrau, der Hofdame Luise von Degenfeld, lebte. Die kurfürstlichen Erben allerdings blieben die beiden Kinder aus seiner standesgemäßen Ehe mit Charlotte von Hessen-Kassel, Karl II. Und Elisabeth Charlotte, besser bekannt als Liselotte von der Pfalz. Karl Ludwig verlieh seiner zweiten Familie, die mit 13 Kindern recht groß war, zur Absicherung den Raugrafentitel. Am 2. Mai 1663 schrieb er an Luise von Degenfeld: Je länger mein Schatz wartet, je schöner sie Friedrichsburg finden wird. Wenn wir noch 10 Jahre leben und kein Krieg noch Sterben kommt, wollen wir aus Mannheim ein zweites Rom machen. En dépit de l'envie, allem Neid zum Trotz. Friedrichsburg und Mannheim wurden gleichermaßen gefördert und sollten zum zweiten Rom, mithin einem herrschaftlichen Machtzentrum und einer glanzvollen Residenz, werden. Die Träume von einem zweiten Rom verwirklichten sich jedoch trotz allem nicht. Der Tod des Kurfürsten 1680 beendete vorerst den Aufbau Mannheims. Doch es kam noch schlimmer. Die verheerende Zerstörung 1689 war Folge der Verheiratung seiner Tochter Elisabeth Charlotte, genannt Liselotte von der Pfalz, mit dem Bruder Ludwigs des 14. Die als politischer Schachzug arrangierte Ehe sollte die Beziehungen mit Frankreich verbessern. Stattdessen
entfachte das Land bald einen neuen Krieg. Karl Ludwigs politische und wirtschaftliche Visionen fielen dem Pfälzischen Erbfolgekrieg zum Opfer. Gut, daran anschließend passt eigentlich sehr gut gleich das nächste Objekt, was ich heute ausgewählt habe. Bei diesem Objekt handelt es sich um einen Originalbrief von Elisabeth Charlotte, bekannt, wie wir gerade gehört haben, als Liselotte von der Pfalz. Der Brief ist vom 10. November 1688 an ihre Tante Sophie von Hannover, die eine Schwester Karl Ludwigs war. Die zahlreichen Briefe aus ihrem Nachlass werden heute im Hauptstaatsarchiv Hannover aufbewahrt. Die beiden Frauen schrieben sich seit 1672, nachdem Liselotte 20-jährig aufgrund ihrer Verheiratung mit dem Bruder des Sonnenkönigs nach Frankreich umsiedelte, bis 1714, als ihre Tante Sophie verstarb. Damals war Liselotte bereits 62 Jahre alt. Während Sophies Briefe in Versailles leider später vernichtet wurden, blieben viele Briefe von Liselotte erhalten, die ihre Tante bereits sorgsam aufbewahrt hatte. Wir sehen sie hier in späteren Jahren und zugleich einen weiteren Brief aus dem Archiv, der Ihnen zeigen soll, dass nicht alle Exemplare so gut erhalten sind wie der hier ausgewählte. Die Schriftstücke von ihr sind wertvolle Zeugnisse für unsere Stadtgeschichte, da die Tochter des Kurfürsten darin über ihre Erinnerungen an Mannheim, aber auch über Vorfälle im sogenannten Pfälzischen Erbfolgekrieg berichtet. Zwar erlangte Kurfürst Karl Ludwig als zweiter Gründer und engagierter Förderer Mannheims Berühmtheit, verschuldete aber zugleich auch in gewisser Weise die zweite komplette Zerstörung von Stadt und Festung im Pfälzischen Erbfolgekrieg. Er hatte allerdings das Glück, die Katastrophe nicht mehr miterleben zu müssen, im Gegensatz zu seiner Tochter Elisabeth Charlotte. Sie lebte als Herzogin von Orléans am französischen Hof, wo sie, wie wir schon gehört haben, aus politischem Kalkül mit Herzog Philipp von Orléans, dem Bruder Ludwigs des 14., zum Zweck einer guten nachbarschaftlichen Beziehung vermählt wurde. Obwohl der Heiratsvertrag jegliche Erbansprüche Frankreichs auf die Pfalz ausschloss, nutzte Ludwig XIV. Den Regierungswechsel in der Kurpfalz 1685 und veranlasste unter dem Vorwand der Geltendmachung von Erbansprüchen einen Angriff auf Liselottes Heimat. Er und sein Kriegsminister Louvois begannen 1688 einen langen Krieg gegen die Augsburger Liga, einer mächtigen Allianz, auf Initiative der Habsburger. Elisabeth Charlotte war 1688 zu Beginn des Krieges 36 Jahre alt. Bis zum Friedensschluss erlebte Mannheim, in dem sich durch wiederholte Übergriffe lang und aufreibend gestalteten Pfälzischen Erbfolgekrieg, seine schlimmste Zerstörung in der Geschichte. Der 9 Jahre dauernde Krieg, fast schlimmste vielleicht, der 9 Jahre dauernde Krieg wütete mit besonderer Brutalität in der gesamten Region. Die Festung Mannheim lag strategisch mitten im Kampfgeschehen und sollte nach dem Prinzip der verbrannten Erde vollständig zerstört werden. Jetzt hören wir mehr über den Brief von Frau Heberer. Mannheims Untergang im Pfälzischen Erbfolgekrieg. Der französische Kriegsminister Louvois schrieb am 17. November 1688 an Jacques de Lagrange, Verwalter im Elsass: Ich sehe den König hinlänglich gesonnen, die Stadt und die Zitadelle von Mannheim vollständig zu schleifen und dabei die Behausungen völlig zu zerstören, und zwar dermaßen, dass dort kein Stein auf dem anderen bleibt. Der Stadtrat nahm erst im März 1689 diesen Zerstörungsbefehl entgegen und erlebte wenig später die Zerstörung eines Großteils der Stadt und der Festungswälle. Kirchen, das Schloss, Stadttore und Rathaus wurden binnen 6 Wochen gesprengt. Die Einwohner wurden gezwungen, Mannheim zu verlassen. Für Liselotte von der Pfalz, die durch die Ehe mit ihrem Bruder, mit dem Bruder des französischen Königs, den Kriegsvorwand gegeben hatte, wurde der Untergang von Mannheim zum Trauma. Und was noch meine Unlust vermehrt, ist, dass ich alle Tage hören muss, wie man sich präpariert, das gute Mannheim zu brennen und bombardieren, welches der Kurfürst, mein Herr Vater selig, mit solchem Fleiß hat bauen lassen.
Das macht mir das Herz bluten und man nimmt es mir noch hoch vor übel, dass ich traurig darüber bin. Schrieb sie schon am 10. November 1688 an ihre Tante Sophie, einer Schwester ihres verstorbenen Vaters. Sophie von Hannover, wie sie aufgrund ihrer Heirat mit dem Welfen Ernst August später heißen sollte, lebte seit 1650 ebenfalls in Mannheim und entwickelte dort ein mütterliches Verhältnis zu ihrer Nichte, die ihr am 20. März 1689 weiterschrieb: So kann ich doch nicht lassen zu bedauern und zu beweinen, dass ich sozusagen meines Vaterlandes Untergang bin. Alle Nacht, sobald ich ein wenig einschlafe, deucht mir, ich sei zu Heidelberg oder zu Mannheim und sehe alle Verwüstung. Und dann fahre ich im Schlaf auf und kann in zwei ganzer Stunden nicht wieder einschlafen. Dann kommt mir in Sinn, wie alles zu meiner Zeit war, in welchem Stand es nun ist, ja, in welchem Stand ich selber bin, und dann kann ich mich des Flennens nicht enthalten. Als Gipfel der Niedertracht empfand sie es, dass Ludwig XIV. Den Befehl zur Zerstörung erteilte, obwohl sie ihn für Heidelberg und Mannheim um Schonung gebeten hatte. Wechseln wir ins 18. Jahrhundert, als Mannheim sein goldenes Zeitalter erlebt. Eigentlich war damit nicht zu rechnen. Nach der völligen traumatischen Zerstörung von 1688-89. Mühsam rappelte sich die Stadt anfänglich dank Zuzug von Migrantinnen und Migranten hoch. Aber dann nahm die Stadtgeschichte eine überraschende Wendung, weil der neue Kurfürst Karl Philipp aus der katholischen Linie der Wittelsbacher sich schon bald mit dem streng protestantischen Heidelberg und seiner Universität überwarf und 1720 Mannheim zur Residenz erhob. Das hieß im Kern, dass nun das höfische Leben einzog und das Schloss gebaut wurde. Aber ein Schloss zu bauen dauert mindestens so lange wie der Berliner Flughafen. Also musste Karl Philipp notgedrungen ein Stadthaus beziehen. Das Oppenheimsche Palais direkt am Marktplatz nahm er sich zur Zwischenresidenz, zur Zwischensitz. Aber mit der höfischen Gesellschaft zieht auch höfisches Leben in die Stadt mit allen Eigentümlichkeiten. Wenn wir dieses Gemälde betrachten, sind wir erst einmal unsicher. Soll das wirklich der Marktplatz sein? Ja, er ist es, freilich aus einer völlig ungewöhnlichen Perspektive. Unser Maler hat wohl vom Turm zwischen Rathaus und Sebastianskirche seinen Platz bezogen, um das Geschehen einzufangen. Daher ist das Oppenheimische Palais hier rechts im Bild, während es in den klassischen vertrauten Darstellungen links erscheint. Von der Kirche und dem Rathaus sehen wir auf unserem Gemälde rein gar nichts. Ebenso wenig vom Marktbrunnen, der ja erst 1769 nach Mannheim transferiert wurde. Hier dreht sich alles um den Gastgeber bzw. den Hausherrn Karl Philipp, der sein Entourage mit Zeitvertreiben wie der Jagd um sich zu scharen wusste, die klassische höfische Gesellschaft, wie sie Norbert Elias beschrieben hat, ganz nach dem Vorbild von Versailles, ganz nach dem Vorbild des Hofes von Louis XIV. Nur, dass ihm eben sein Schloss fehlte. Was es nun mit dieser Jagdszene auf sich hat, die vermutlich 1722 stattfand, berichtet uns Helen Heberer. Der Marktplatz bot offenbar genügend Raum für ein aufwendiges sogenanntes Fuchs- und Sauprellen. Diese höfische Variante der eingestellten Jagd, bei der das Wild zum Abschuss in Pferche zusammengetrieben wurde, war in der Barockzeit sehr beliebt. Durch die damit einhergehenden Feste diente das Treiben dem höchsten Adel zur Repräsentation. Im Zentrum des dazu präparierten Marktplatzes sticht ein weißes, kreisförmiges Tuch hervor, auf dem ein Wildschwein von mehreren Jägern hochgeworfen und wieder aufgefangen wird.
Gleiches müssen die Füchse ertragen, die am vorderen und hinteren Rand der Einfriedung von je zwei Jägern mit strickleiterartigen Netzen hochgeworfen werden. Im Vordergrund tragen als Harlekin-Affen verkleidete Menschen eine rote Sänfte und Wildschweine sind vor einen Wagen gespannt. Sechs Wildschweinreiter werden von einem Reh angeführt. Insgesamt laufen eine große Anzahl Füchse umher, dazwischen einzelne Jäger und unterschiedlich große Menschengruppen. Männer, Frauen und Kinder unterhalten sich, betrachten das Spektakel aus der Nähe. Einiges spricht dafür, dass das Spektakel auf dem Marktplatz zu den großen Festlichkeiten gehörte, die Kurfürst Karl Philipp beim Besuch vom Erzbischof und Kurfürst Josef Clemens zu Köln zusammen mit seinem Neffen und Nachfolger Clemens August von Bayern vom 18. bis 25. November 1722 ausrichtete. Auch wenn dieses Gemälde vom Sauprellen sehr einfach, fast naiv ausgeführt wurde, ohne allzu hohes künstlerisches Niveau, ist es für Mannheim ein wertvolles Zeitzeugnis und darüber hinaus die einzige Darstellung des Mannheimer Marktplatzes in dieser Zeit. Der höfische Glanz, von dem wir eben gehört haben, findet in Mannheim schon im 18. Jahrhundert ein Ende. Bekanntlich muss Kurfürst Karl Theodor infolge der Erbverträge seine Residenz ab 1778 nach München verlegen und dann bricht sich die Französische Revolution Bahn und fegt das Ancien Regime in Frankreich hinweg. Außenpolitisch steuert die neue Republik Frankreich und die alten Mächte auf dem Kontinent auf einen Konfrontationskurs. Es kommt zu insgesamt 6 Koalitionskriegen, an deren Ende die alte Kurpfalz untergeht und Mannheim zum Großherzogtum Baden kommt. Doch noch sind wir am Anfang dieser Entwicklung. Wir schreiben das Jahr 1795. Seit 3 Jahren tobt der Krieg im linksrheinischen. Teile der Kurpfalz sind bereits von französischen Truppen der Rheinarmee besetzt. Ende 1794 muss der Festungskommandant Bernhard Erasmus de Roy, ein gebürtiger Mannheimer, die linksrheinische Rheinschanze übergeben, jene Festungsanlage, die eigentlich verhindern sollte, dass feindliche Truppen über den Rhein ziehen. Offiziell ist die Kurpfalz auf Seiten des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, auf Seiten des Habsburger Kaisers. In Mannheim befinden sich daher österreichisch-kaiserliche Truppen unter dem Befehl von Oberbefehlshaber General von Wurmser. Der militärische Druck der überlegenen französischen Truppen wächst. Am 18. September 1795 wird die Stadt zur Kapitulation aufgefordert. De Roy und der Statthalter der Kurpfalz von Oberndorf verweisen auf einen Befehl Karl Theodors, im äußersten Notfall die Stadt freiwillig zu übergeben. Und dies geschieht tags darauf in einem hochsymbolischen Akt, in dem die Stadtschlüssel von einer Mannheimer Delegation an Antoine Merlin de Thionville übergeben werden. Selbige, die Stadtschlüssel, befinden sich bis heute als große Siegestrophäen im Pariser Nationalarchiv. Genutzt hat die Übergabe indes wenig, denn nur wenige Wochen später werden die kaiserlichen Truppen die Stadt mit Gewalt zurückerobern. Doch hören wir dazu Helen Heberer. Nach den Memoiren des Hofmalers Johann Christian von Mannlich hatte sich zur Übergabe der Schlüssel die Mannheimer Deputation frühmorgens zum Adjutanten Pichegru, Antoine Merlin de Thionville, in die Rheinschanze begeben. Er empfing die Mannheimer Herren als Diktator, führte sie in das Innere der Verschanzungen und machte sie auf die 6 großen Kanonen aufmerksam, die auf die Kathedrale, die Jesuiten und reformierte Kirche, die Sternwarte und das Schloss gerichtet waren und jagte ihnen Angst ein mit einem kleinen Ofen, in dem die Kugeln glühend gemacht werden sollten, um die Stadt in Asche zu legen. Mannlich kolportierte damit die im Umfeld des Kaisers vorherrschende Meinung. Die Mannheimer hätten sich hasenfüßig von der vermeintlichen Stärke der Armee du Rhin blenden lassen und völlig übereilt gehandelt.
Der Wiener Hof gab sich entrüstet, den Gesandten Karl Theodors wurde unmissverständlich erklärt, dass fortan die Stadt keine Schonung mehr zu erwarten hätte. So erwies sich die Übergabe als ein Schlüsselmoment Mannheimer Geschichte, freilich ganz anders als intendiert. Statt Schonung und Frieden brachte sie Zerstörung und Krieg. Zwar hatten die kaiserlich-österreichischen Truppen ebenso wie die pfalzbayerischen Garnison mit Festungskommandant de Roy Mannheim bei Einmarsch der Franzosen sogleich verlassen. Doch bereits am 17. und 18. Oktober 1795 standen die österreichischen Truppen von General Wurmser wieder vor der Stadt. Mitte November war der Belagerungsring geschlossen, ein mehrtägiges Bombardement setzte ein. Versuche, nun die Franzosen zu einer kampflosen Übergabe zu überreden, scheiterten. Eine Mannheimer Deputation, die sich am 20. November zu General Wurmser begab, wurde nicht einmal vorgelassen. An diesem Tag und in der Nacht flogen allein 1400 österreichische Geschosse in die Stadt. Die Beschießung erlebte ihren Höhepunkt und angesichts der militärischen Überlegenheit und einer Serie von Niederlagen der Truppen am Oberrhein stimmte tags darauf deren Kommandant Charles Basset Montaigu der Übergabe der Stadt zu. Um 6 Uhr abends begann der Waffenstillstand und Frankreich akzeptierte die harten Kapitulationsbedingungen der Österreicher. Bleibt noch ein Nachtrag. Beide Seiten betrieben Heldenverehrung für ihre jeweiligen Protagonisten. In Thionville wurde für Merlin am Kreis der Rue Maréchal Joffre eine martialisch anmutende Statue im 20. Jahrhundert errichtet. Und in der Maximilianstraße in München kam dann für den später noch hochdekorierten Mannheimer Festungskommandanten de Roy ein Bronzestandbild entdecken, einer der wenigen Mannheimer, die es zu einem Denkmal geschafft haben. So, springen wir jetzt ins 19. Jahrhundert, das viele Themen zu bieten hat. Neben der Stadtentwicklung und Industrialisierung ist ein zentrales Thema die Revolution von 1848-49. Ein Objekt, das von uns ausgewählt wurde, ist eine große Fahne aus rotem Seidenstoff des Mannheimer Frauen- und Jungfrauenvereins Concordia, wie wir lesen können. Sie wird heute im Museum der Stadt Schopfheim im Süden Baden-Württembergs aufbewahrt. Die bedruckte und mit Metallfransen verzierte Fahne hat eine Breite von immer über 2 Meter und auch die Stange hat sich im Original erhalten. Die Fahne trägt die Aufschrift vom Frauen- und Jungfrauenverein Concordia in Mannheim 1849. Auf der Rückseite, die wir leider nicht sehen können, steht die Parole Freiheit, Gleichheit, Bruderlieb aufgedruckt. Sie wurde demnach von revolutionären Truppen beim badischen Freiheitskampf mitgeführt. Die Fahne wurde auf dem Gelände der späteren Schuhfabrik Gebrüder Kraft im Ortsteil Fahnau gefunden, wo sich zu Revolutionszeiten eine Gerberei und eine Schwerberei befand. Dass das ebenso das Gasthaus Krone in Schopfheim galt als Treffpunkt der Liberalen. Vermutlich wurde die Fahne beim Rückzug der Revolutionstruppen Richtung Schweiz in Schopfheim zurückgelassen. Auch der Hackerzug nahm bereits vorher Station in Schopfheim. Die Fahne des Frauenvereins steht hier für die aktive Rolle der Frauen in der 1848er Revolution. Unter den 40.000 aufgrund ihrer Aktivitäten in Baden verurteilten Personen waren immerhin 180 Frauen, von denen einige am militärischen Kampf teilnahmen. Viele Revolutionärinnen nutzten den Zusammenschluss in Vereinen, um politisch aktiv zu sein. In der Revolutionszeit waren in Mannheim 2 politische Frauenvereine aktiv. Der Verein Germania, gegründet am 23. Juni 1848 und daher auch erstbestehender Frauenverein genannt, hieß ursprünglich Frauen- und Jungfrauenverein zur Unterstützung notleidender Patrioten. Die Vorsitzende Katharina Beetz betrieb mit ihrem Mann das Gasthaus zum Schwarzen Lamm in G217, das ein Treffpunkt der Revolutionäre war.
Nach der Niederschlagung der Revolution floh sie nach Straßburg und wurde dann in Mannheim Opfer der Cholera-Epidemie. Deutlich äußerten die Frauen ihr politisches Engagement für die Opposition in einem Aufruf an alle Frauen und Jungfrauen Mannheims und der Umgegend, lässt sich über die Vereinsgründerinnen erfahren. Wir richten in dieser ernsten Stunde die dringende Aufforderung an euch, dieser patriotischen Erhebung die möglichste Unterstützung zu leisten, so eilet die Zeit drängt. Am 17. November des gleichen Jahres gründete sich dann der Republikanische Frauenverein Concordia mit der Vorsitzenden Theresa Canton. 1826 kehrte sie als Witwe mit ihren beiden Kindern aus Weinheim zu ihrer Mutter nach Mannheim zurück und führte fortan die Wartschule in F58. Wie andere Mitglieder auch, wurde sie nach dem Vereinsverbot 1849 polizeilich überwacht. Doch nicht nur das Nähen von Fahnen und Kokarden war eine politische Maßnahme der Frauen. Beide Vereine kooperierten miteinander und unterstützten politische Gefangene, sammelten Spenden und beteiligten sich an Aktionen. Die Fahne lässt uns sofort an die vielfach abgebildete Illustration zu den Barrikadenkämpfen in Mannheim denken, die mehrere Frauen zeigt, die aktiv an der Errichtung der Straßensperren teilnahmen. Frau Heberer wird nun etwas zu der Fahnenträgerin uns vorlesen. Die Revolution von 1848-49 war nicht nur Sache der Männer, auch wenn sie in den politischen Gremien repräsentierten. Eine bekannte Illustration von Ludwig von Elliot zu den Barrikadenkämpfen am Rhein in Mannheim zeigt mehrere Frauen, die aktiv an der Errichtung der Straßensperre teilnahmen. Im Mittelpunkt steht eine Fahnenträgerin auf der Barrikade, bei der es sich wahrscheinlich um die damals 25-jährige Elisabetha Hatzfeld handelte, die durch die Art der Darstellung zur Personifikation der Freiheit stilisiert wird. Sie war die Heldin des Tages, von der die Mannheimer Abendzeitung vom 27. April 1848 berichtete. Manchem Manne kann ein Mädchen, Lisette Hatzfeld, zum Vorbild dienen, die von Anfang bis zum Ende unter dem anhaltenden Gewehrfeuer furchtlos mit Verbarrikadieren half. Solche Mute gehört alles Lob. Auch erinnerte sich der damalige Gemeinderat Karl Hoff, dass die lüderliche Tochter unseres ehrenwerten Schusters A. beim Brückensturm die schwarz-rot-goldene Fahne getragen hätte. Die 1823 geborene Tochter des Mannheimer Schuhmachermeisters Christian Ludwig Hatzfeld war bereits mit 18 Jahren verwaist und hatte schwere Schicksalsschläge zu erleiden. Nur ihre Brüder Georg Salomon und Lorenz überlebten die ersten Kindheitsjahre im Gegensatz zu ihren weiteren 6 Geschwistern. Ihr erstes unehelich geborenes Kind verstarb bereits mit 4 Jahren. Als einzige Frau unter den wegen Beteiligung am Aufruhr Verurteilten musste sie im Oktober 1849 eine 8-wöchige Gefängnisstrafe verbüßen. 1853 emigrierte Hatzfeld mit ihrem zweiten, im selben Jahr geborenen, unehelichen Kind nach Amerika. Ihr Gesuch vom 7. Mai 1853, auf Stadtkosten nach Nordamerika auswandern zu dürfen, wurde am 18. Mai 1853 genehmigt. Und ihre Entlassung aus dem großherzoglichen Staats- und Untertanenverbande vollzogen. Einen weiteren Schicksalsschlag erlebte sie auf der Überfahrt mit der Unicorn von Antwerpen nach New York, als ihr kleiner Sohn Adolf unterwegs verstarb. Ab hier verlieren sich bisher ihre Spuren. Noch ein weiteres Objekt aus dem 19. Jahrhundert, was eher dann zum Thema Industrialisierung gehört, mit dem Titel Patent auf Puppen, nimmt Bezug auf die berühmten Mannheimer Schildkrötpuppen. 1896 wurde in der Rheinischen Gummi- und Zelluloidfabrik, wie sie seit 1885 hieß, in Neckarau, die erste Puppe aus Kunststoff hergestellt.
Puppen wurden bis dahin in der Regel aus Holz, Stroh und Pappmaché oder aus Stoffen gefertigt. Wertvolle Exemplare hatten Kopf oder Gliedmaßen aus Ton oder gar aus Porzellan. Das neue Material nannte sich Zelluloid. Die Puppen waren jetzt bruchfest, abwaschbar, farbecht und hygienisch. Das Kaiserliche Patentamt registrierte 1896 in Berlin die Neckarauer Zelluloid-Puppe unter dem Produktnamen Schildkröt. Die Schildkröte stand für die Langlebigkeit und Wertigkeit des Materials, denn Schildpatt war bislang ein wertvolles Material, das nun auch durch diesen neuen Kunststoff ersetzt werden konnte. 1899 wurde die Schildkröte als gesetzliches Warenzeichen der Firma rückwirkend geschützt. Das erst später Schildkröt genannte Unternehmen wurde am 3. April 1873 unter dem Namen Rheinische Hartgummiwarenfabrik in das Handelsregister eingetragen. Zunächst wurden dort Kämme und Schmuck aus afrikanischen Gummiharzen hergestellt. Bereits 1881 wurde die Produktion auf Zelluloid umgestellt. Erstmals stellte die Zelluloid Manufacturing Company in New Jersey 1870 Zelluloid her und ließ es durch Patente schützen. Nun war es möglich, hochwertige Naturprodukte aus Elfenbein, Schildpatt oder Ebenholz zu imitieren und in Gussformen industriell herzustellen. Mit der Produktion von Zelluloid begann in Neckarau der Aufstieg der Firma zum Großunternehmen. Zur pflanzlichen Zellulose wurde Schwefel und Salpetersäure zugegeben und es entstand ein aufgrund seiner selbstentzündlichen, feuergefährlichen Eigenschaft und Farbe auch Schießbaumwolle genannter Werkstoff. Eine Werksfeuerwehr war dringend nötig, da es bei der Herstellung in den rund 150 Gebäuden der Firma häufig zu Bränden und Explosionen kam. So wurde die Fabrik im Volksmund gern auch die Knall oder die Gummi genannt. 1905 entstand ein eigener Wasserturm, der noch heute an die ursprüngliche Nutzung des modernen Gewerbeparks erinnert. Die Produktion von jährlich 4,5 Tonnen Rohzelluloid entsprach damals einem Drittel der Weltproduktion. Zum 25-jährigen Bestehen der Firma 1898 nahm das Werksgelände ein 8 Hektar großes Areal ein und galt als der bedeutendste Betrieb seiner Art weltweit mit ca. 1000 Mitarbeitenden. Bis 1914 wuchs das Gelände auf ca. 56 Hektar an. Mehr als 6000 Personen waren im Jahrzehnt vor dem Ersten Weltkrieg beschäftigt. Doch nun erfahren wir mehr zu den Puppen von Frau Heberer. Weltruhm erreichte die Rheinische Gummi- und Zelluloidfabrik mit der Herstellung der Schildkrötpuppen. Im Heimatmuseum Neckarau, das seit 1983 vom Verein Geschichte Alt-Neckarau geführt wird und sich im Rathaus des Stadtteils befindet, haben sich mehr als 600 Puppen nahezu aller Modelle erhalten. Aber auch andere Produkte aus Zelluloid sowie Zeugnisse der Firmengeschichte. Hier können Besucher und Besucherinnen Puppen aus der Frühzeit der Schildkröte entdecken, wie die kleine hier abgebildete Stehpuppe mit aufgemalten Schuhen und Strümpfen und bemalten Haaren. Auch die Augen und Lippen sind bemalt. Die Puppe bestand aus nur zwei gepressten Hälften, die miteinander verklebt wurden. Kopf, Arme und Beine waren noch nicht beweglich. Nach dem wirtschaftlichen Einbruch im Ersten Weltkrieg erreichte die Firma aufgrund wachsender Konkurrenz nicht mehr die einstige Größe, was schließlich 1929 im Zuge der Weltwirtschaftskrise zum Verkauf an die mächtige IG Farbengruppe führte. Mit innovativen Modellen und Werbeheftchen gelang in der Puppenherstellung ein neuerlicher Aufschwung. Von dem die seit den 1930er Jahren unter Modellschutz gestellten 5 Schildkrötkinder zeugen, die über 25 Jahre lang die meistgekauften Puppen der Spielzeugbranche waren. Im Heimatmuseum sind Inge und Hans 1933, Strampelchen 1935, Bärbel 1937 und Christel 1938 in verschiedenen Variationen zu sehen. Die Gummi wurde zum marktbestimmenden Puppenproduktionsstandort in Europa. Das ist eine Inge.
Seit 1951 konnten die Schildkrötkinder wieder die Herzen erfreuen. Dabei wurde das leicht entzündliche Zelluloid durch Tortulon ersetzt. Ein vollsynthetischer thermoplastischer Kunststoff aus Polypropylenbasis, doch ohne schädliche Weichmacher. Erst 1965/66 erfolgte die offizielle Umbenennung der Firma in Schildkröt AG. 1971 übernahm die Firma Braas & Co. GmbH das Unternehmen, das 1975 die Puppenproduktion einstellte. Nachbildungen der historischen Modelle werden heute in Thüringen hergestellt. Wir müssen einen harten Schnitt machen. Von der heilen Puppenwelt in den dunkelsten Abschnitt deutscher und damit auch der Mannheimer Geschichte ins 20. Jahrhundert. Nicht weniger als 8 Objekte behandeln die NS-Zeit, als auch in unserer Stadt der Ungeist wütete. Aber, und daran will ein Objekt erinnern, es gab auch in diesen Jahren ein anderes Mannheim. Menschen, die sich gegen das Regime auflehnten, selbst wenn sie damit ihr Leben riskierten. Die Rede ist vom Widerstand, der in Mannheim vorzugsweise von der Arbeiterbewegung, insbesondere von kommunistischen Akteurinnen und Akteuren, getragen wurde. Auch wenn wir deren Ideale einer Sowjetisierung Deutschlands kritisch sehen mögen, diesen Menschen um den ehemaligen Landtagsabgeordneten Georg Leschleiter, nachdem die Widerstandsgruppe benannt wurde, verdienen unser aller Respekt für ihren Mut. Ihre Auffassung von einem anderen Deutschland legten sie in ihrer im Untergrund erscheinenden Zeitschrift Der Vorbote nieder, die als Reaktion auf den deutschen Angriff auf die Sowjetunion im Juni 1941 in wenigen Ausgaben erschien. Das Blatt mit dem Untertitel Informations- und Kampforgan gegen den Hitlerfaschismus wollte, Zitat, unseren Genossen die ihnen gestellte Aufgabe erleichtern und ihnen neue Waffen geben, die sie befähigen werden, sich als Vorboten einer neuen Zeit den Weg zu bahnen zu den Arbeitermassen unter Führung der Kommunistischen Partei. Zitat Ende. Bereits im Januar 1942 flog die Gruppe auf. Die Staatsmacht schlug mit aller Härte zurück, worüber nun Helen Heberer berichtet. Nach der Aufdeckung der Zeitung durch die Staatsmacht begannen in den Morgenstunden des 26. Februar 1942 die Verhaftungen. Die brutal vorgehende Gestapo nahm 50 bis 60 Personen fest, von denen etwa die Hälfte vor Gericht gestellt wurde. Letztlich wurden in einem ersten Prozess des Zweiten Senats des Volksgerichtshofs im Mannheimer Schloss durch ein Schnellverfahren am 14. und 15. Mai 1942 zusammen mit Lechleiter 13 weitere Personen zum Tode verurteilt. 4 Monate später, am 15. September 1942, wurden sie in Stuttgart durch das Fallbeil hingerichtet. Mit einem auffälligen roten Plakat wurde die Exekution der 14 Beschuldigten in Mannheim am Tag der Vollstreckung wohl zur Abschreckung verkündet. Bei einem zweiten Prozess vor dem ersten Strafsenat des Oberlandesgerichtes Stuttgart vom 21. bis 22. Oktober 1942 wurden darüber hinaus Albert Fritz, Ludwig Neischwander, Richard Jacek und Bruno Rüff, er sowie die Widerstandskämpferin Henriette Wagner, zum Tode verurteilt und am 24. Februar 1943 hingerichtet. Auch wenn die kommunistische Lechleitergruppe nur einen kleinen Teil der Widerstandsbewegung in Nazi-Deutschland ausmachte, so stach sie doch durch ihre Entschlossenheit hervor und sorgte in Mannheim für eine stets wertschätzende Beurteilung und Ehrung, gerade auch des kommunistischen Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Neben diesem waren auch die Sozialdemokraten und die Sozialistische Arbeiterpartei SAP im Widerstand aktiv. Nicht zuletzt sind auch einige christlich-religiöse wie jüdische Personen bzw. Gruppen des Widerstandes bekannt.
Kommen wir zu unserem letzten Objekt, das uns nach dieser Schwere ein wenig aufzuheitern, vielleicht auch ein bisschen Stolz in uns aufschwellen mag. Worüber sprechen nicht nur die Mannheimerinnen und Mannheimer in ihrer Freizeit? Klar, über Fußball. Und in Mannheim, wie in Deutschland, werden wir bis heute von den Weisheiten von Sepp oder Seppel Herberger zitiert, ein waschechter Waldhofer Bu, einer, der es ganz nach oben geschafft hat und uns mit der ewigen Erkenntnis, dass der Ball rund ist und ein Spiel 90 Minuten dauert, zu Experten dieses Mannschaftssportes geadelt hat. Mit Herberger ist nun einmal das Wunder von Bern untrennbar verbunden. Jener geniale WM-Triumph 1954 über Ungarn, eine Mannschaft, die unbesiegbar erschien und Deutschland im Gruppenspiel mit 8:3 vom Platz gefegt hatte. Aber Herberger und sein Team siegten im Endspiel 3:2. Der Sieg verkörperte gleichsam die Wiedergeburt und den Gründungsmythos der jungen Bundesrepublik. Die Deutschen, meint Hermann Schäfer in seiner deutschen Geschichte in 100 Objekten, hatten wieder einen Grund, als Volk glücklich und stolz zu sein, so sein Zitat. Wie der Sieg und der Mythos zustande kamen und vor allem, was aus dem WM-Ball wurde, erzählt uns nun Helen Heberer. Dreh- und Angelpunkt dieses Fußballwunders waren der gewiefte Taktiker und Trainer Herberger. Sein Team um den Boss Fritz Walter vom 1. FC Kaiserslautern und natürlich das Spielgerät. Wie selbstverständlich sicherte sich Herberger die gelblich gefärbte Fußballkugel als seine ganz persönliche Trophäe, ließ sie von seinen Spielern signieren und brachte sie nach Hause. Mit diesem Ball erzielte Rechtsaußen Helmut Rahn 6 Minuten vor Ende der Partie das wohl berühmteste Tor der deutschen Fußballgeschichte. Zum Mythos trug wesentlich auch die Rundfunkreportage von Herbert Zimmermann bei, der mit heiserer Stimme kommentierte: Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen, Rahn schießt, Tor, 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 Sie kennen das ja. Herberger engagierte sich nach seiner Trainerlaufbahn aktiv für die Resozialisierung von jungen Straffälligen und gründete am 28. März 1977 im Rittersaal des Mannheimer Schlosses eine nach ihm benannte Stiftung, die erste Fußballstiftung in Deutschland. 4 Wochen später verstarb er an einem Herzinfarkt. Nach dem Tod seiner Frau Eva 1989 ging das gesamte Vermögen wie der persönliche Nachlass an die Stiftung über. Darunter auch der WM-Ball des Wunders von Bern. Ein erster Band seiner wichtigsten Nachlasspapiere ist inzwischen erschienen, eine Fundgrube für weitere Fußballweisheiten und eine Möglichkeit, das Faszinosium Herberger tiefer zu ergründen. Der Literat und Büchnerpreisträger Wilhelm Genazzino, wie der berühmte Trainer in Mannheims Norden aufgewachsen, dozierte über dessen Popularität: Es wirkte befreiend, dass ein Mensch mit Mannheimer Dialekt schon damals tatsächlich und leibhaftig im Fernsehen auftreten durfte. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, ich denke, das war ein wunderbarer Einblick und ein tolles Buch aus vielen Episoden. Ich bin immer noch ganz hingerissen von Ihrer Imitation von Zimmermann. Der reißt einen so richtig aus dem traurigen derzeitigen Waldhof-Dilemma raus und gemahnt an bessere Zeiten. Und ich darf jetzt auch verraten, ich habe diesen Ball tatsächlich mal in Händen gehalten. Also wir waren in dem Archiv, haben das besichtigt, der Verwaltungsleiter und ich, das Archivum, und dann haben wir heimlich diese Kiste aufgemacht und den mal in die Hände genommen, und prompt wurde Deutschland 1 Monat später Weltmeister. Also ich sehe da auch einen ursächlichen Zusammenhang. Ja, also ich gehe da nochmal hin. Ja, also vielen Dank.
an die zunächst einmal Protagonisten des Abends. Ich wiederhole nochmal den Dank an den Verlag Regionalkultur, vor allem aber den Dank an Sie, Frau Heberer, und es wurde etwas Kleines vorbereitet, das ich Ihnen nun überreichen darf. Genau. Auch nochmal vor allem der größte Dank dem Autorenteam oder der Autorin, dem Autor, Frau Dr. Pimpel, Professor Niesen. Sie haben uns, denke ich, sehr glücklich gemacht und die Weihnachtslektüre ist mit Sicherheit sehr gut ausgewählt. Und ich darf alle anderen, die hier im Raum sind, jetzt ein unschlagbares Angebot noch machen. Das Buch können Sie draußen für 34,80 Euro erwerben, aber wenn Sie Mitglied im Freundeskreis Marchivum werden oder vielleicht schon sind, dann können Sie es für 25 Euro erwerben. Und als kleine Draufgabe für die Neumitglieder legen wir auch noch die Jahresgabe mit dazu. Also dann haben Sie gleich drei Weihnachtsgeschenke. Und Sie können auch die Mitgliedschaft verschenken. Also auch das wäre eine Möglichkeit. Und ein Vorteil der Mitgliedschaft ist außerdem, dass Sie regelmäßig über unsere Veranstaltungen informiert werden. Heute kam das neue Veranstaltungsprogramm heraus, druckfrisch. Und Sie können es draußen auch mitnehmen, aber Sie bekommen sowas dann auch künftig zugeschickt. Mir bleibt nach dem Dank an unsere Protagonisten noch auch Herrn Erb, der das Ganze gestreamt hat, Ihnen allen zunächst einmal eine schöne Restadventszeit zu wünschen. Ich sage schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns wieder oder können uns wieder sehen am 6. Januar zum Neujahrsempfang im Rosengarten. Da haben wir einen Stand, oder ganz regulär am 17. Januar, da geht es um einen anderen Mannheimer Mythos, und zwar um Mannheim als Autostadt, diesmal um die Formel Sepp, Sebastian und die Silberpfeile, in Vortragsveranstaltung hier. Bis dahin, ja, also zunächst mal trinken Sie draußen noch Glühwein, aber bleiben Sie uns gewogen und wir sehen uns im neuen Jahr. Herzlichen Dank. Genau, Frau Heberer, Frau Sitzler, Herr Schmidt und die beiden Autoren würde ich noch bitten, für ein Foto zu bleiben. Die Frau Schwab hat schon